Twitch-Chat, ihr seid jetzt im Fernsehen und damit hallo YouTube. Also, wir müssen heute über etwas sprechen. Ich weiß, ich habe gerade schon den Twitch-Chat vorgewarnt. Ich weiß nicht genau, wo das hier hinführt. Aber ich wollte darüber reden, weil es kribbelt mir seit gestern in den Fingerspitzen. Mir kribbelt auch anderes in den Fingerspitzen, wenn ich in Bellamath bin. Ich musste diesen Satz jetzt einfach nochmal droppen. Ich habe gehört, YouTube mag den. Aber Feuerlöscher stehen hier, ne? Wasser ist auch direkt bereit in Bellamath. Deswegen lassen wir das jetzt mal sein und reden über Nachtelfen, die wieder an der Matrix angeschlossen sind. Und jetzt wird's wild. Nachtelfen, die wieder an der Matrix angeschlossen sind. Wir haben hier mehrere Nachtelfen, die wir finden können, unterschiedlicher Klassen. Wir haben einmal hier Delas Mondfang. Ist sozusagen, ja, unsere erste Nachtelfen-Paladin seit Legion, auf die wir warten, dass sie, dass wir endlich Nachtelfen-Paladine bekommen. Also, wir haben hier eine Lichtgläubige. Delas Mondfang. Ist aber auch so Mond und dies und das. Paladine im Speziellen können wir aber nochmal kurz erklären, wenn wir an die Türs Wache denken, dass dort ja jetzt auch andere Paladine sind, die eigentlich keine Paladine sind. Ob es jetzt Kultiraner sind und da wird auch bei den Zandalar erklärt, wie sie denn ans Licht glauben, aber gar nicht ans orthonormale Licht glauben, also trotzdem noch den Loa verehren oder der Kultiraner verehrt immer noch die Gezeitenwesen, aber sie glauben ans Licht. Und genau das gleiche ist es quasi bei Delas Mondfang und das ist die Vorbereitung darauf, dass jeder Paladin bekommen kann. Also auch Kali Amenities spielt da schon mit rein. Dieses typische, hey, sie wurde vom Licht wieder belebt, ne? Also auch Necro gibt es von jeder Entität, nicht nur vom Tod. Das fällt da so ein bisschen rein. Also auch ans Licht glauben kann jeder, wie auch verlassene Priester, ans Licht glauben können. Auch da müsste es schon längst Paladine geben, lore-technisch gesehen. Aber egal, wir haben hier also unterschiedlichste, die hier dran glauben. Also Mondfang heißt es schon, dann haben wir hier Mondpriesterin, auch mit Mond drinne natürlich, ganz, ganz, ganz wichtig. Alles mit Mond. Und wir haben dann noch Druiden, Monddruiden, Druiden des Mondes, die genau die gleiche Animation haben. Die zeige ich jetzt nicht, da fliege ich jetzt nicht rüber. Wir bleiben jetzt mal bei den beiden Hübschen hier. Die sind ganz nett und da bleiben wir mal, würde ich behaupten. So, also. Erstmal hat das alles mit Mond zu tun. Klar, natürlich, Elun. Elun ist der personifizierte Mond. Nachtelfen denken, das ist ein Mond, also die zwei Monde da oben. Und damit hängt das alles zusammen. Ist okay. Aber jetzt wird's interessant. Danke für den Sub. Vielen, vielen lieben Dank für den Prime Sub. Der Spell, den sie hier casten oder den sie hier usen, den benutzen hier mehrere. Und halt auch Delas Mondfang. Und wie man hier erkennt, ist da so eine Aura drum. Aber vor allem dieses schwarze Loch. Das sieht sehr, das ist auch so, man muss da so reingucken irgendwie, ne? So hier, haha, reingeguckt, patsch, kriegst du einen, ne? So was ist das. Aber wir kennen diese Art Spell irgendwo her. Und zwar, wenn man gestunt ist, nicht jeder normale Stun, es gibt einen Stun, ich weiß gerade nicht, welcher Stun es ist, aber da hatte man auch sowas vorm Kopf. Und ja, sie sind hier in der Trance. Generell, wenn man hier in Bellamath unterwegs ist und mit den Druiden spricht, sind sie ja alle in einer Art Rausch. Jetzt könnte man damit argumentieren, dass sie in einer Art Rausch sind, weil sie haben endlich wieder ihre Heimat zurück, endlich können sie sich wieder niederlassen, sie haben wieder einen Baum, bla bla bla. Aber warum ist der Baum da so wichtig? Ist, weil ich meine, sie hätten auch, oder Tyrande zählt ja auf. Sie hatten Valshara, Eschenwald, auch wenn ich den Eschenwald immer noch nicht so wirklich verstehen kann. Sie haben die Enklave in Feralas. Sie haben Hyjal, da haben sie sogar einen Baum. Okay? Aber irgendwie ist das hier noch viel krasser. Kann natürlich sein, weil hier die ganzen toten Nachtelfenseelen von Tel Drassil mit drin sind. Ist natürlich auch ein Aspekt, den man mit reinrechnen muss, auf jeden Fall. Aber sie redet auch definitiv darüber, Tel Drassil wieder auferleben zu lassen. Also brauchen sie Bäume. Baumkuschler brauchen Bäume, das wissen wir. Trotzdem sind hier alle sehr euphorisch, pilgern hierher, wollen hier einziehen und. Was man ja, wie gesagt, teilweise deswegen nachvollziehen kann.
teilweise ist es schon sehr strange, wie krass sie hier rüberkommen, auch wenn man, wie gesagt, mit ein paar hier redet, wie krass diese Verbindung ist. Und jetzt kommt meine Theorie. Wir haben im Lorewalker schon mal darüber gesprochen, Trolle beten die Loa an, also gewisse Trolle, und dadurch werden die Loa stark. Die Loa buhlen um die Gunst gewisser Trolle. Umso mehr sie haben, umso stärker sind sie. Umso stärkere Wesen sie anbeten, desto stärker werden sie. Ne? Der Loa der Könige, wenn er von dem König, der wird halt stärker. HK hat halt immer ein riesengroßes Problem gehabt, weil die sich halt alle dafür geopfert haben und dann waren es automatisch immer weniger. Ist halt doof, wenn die sich opfern müssen immer. Aber somit sind die Loa halt wirklich stark geworden und konnten dann sehr mächtige Sachen machen. Zum Beispiel aus dem Ardenwald zurückkehren oder, oder. Also dadurch bekommen die Loa Energie. Einfach nur durch den Glauben der Trolle. Jetzt gehen wir mal zur Lehre. Die Lehre wird stärker durch Leute, die sie anbeten, die sie verehren, die ihnen ihre Macht geben, quasi. Okay? Dadurch werden sie stärker und können sich mehr ausbreiten und der Schatten und die Leere breitet sich aus und so weiter und so fort. Beim Licht haben wir das Ähnliche. Der Glaube macht das gesamte Licht stärker. Xera und Illidan haben da so einen gewissen Twist gehabt. Und jetzt kommen wir zu den Nachtelfen, die jetzt wieder an dem Baum dran sind und eventuell jetzt wieder in dieser Matrix angekopselt sind. Elune hat ihre 9-Volt-Batterien wieder zurück. Das ist das, was ich denke, was wir hier sehen. Wir haben unterschiedlichste Bäume in ganz Azeroth verteilt, die ja quasi mit dem Smaragdgrünen Traum verbunden sind. Und zwar nicht mit dem Smaragdgrünen Traum, den wir jetzt, wo wir hatten in Amirdrasil, der ja auf unserer Welt war, der geordnete Smaragdgrüne Traum, sondern der dahinter ist, der originale Smaragdgrüne Traum. Da, wo wahrscheinlich ja Elune hocken sollte. Elune gehört für mich auch zum Licht oder hat irgendwie einfach viel zu viel für mich mit dem Licht zu tun. Und jetzt hat halt Elune ihre 9-Volt-Batterien wieder zurück und bekommt wieder ihre Energie, kann wieder mächtiger werden, kann wieder, der Kult ist erneuert. Deswegen stehen hier auch überall Mondbrunnen. Wir haben ja darüber geredet, dass Tyr die Drachen geordnet hat und die Ordnung des Arkane in sie eingeflossen ist, dadurch, dass das Wasser mit Ordnung versehen war, also in den Rubin-Lebensbecken. Wer sagt, dass das mit den Mondbrunnen nicht genau das gleiche ist mit Leben? Also alles, wo diese Mondbrunnen sind, wo das so drin ist, haben wir auch ein bisschen Ordnung, also ein geordnetes, ne, aber halt zur Entität des Lebens. Oder Mond oder Licht, Elune jedenfalls. Und die Nachtelfen sind dadurch geordnet, die Nachtelfen sind dadurch das geworden, was sie sind. Das ist immer auch noch so ein bisschen die Geschichte von Trolle und Nachtelfen, die wir bald, Gott sei Dank, also hoffentlich erfahren werden, weil wir kriegen bald die Troll-Traditionsquest-Reihe. Und da wird es sehr interessant. Wir wissen, denken ja immer noch, ne, die Nachtelfen haben sich aus den Trollen entwickelt und sind fortschrittlicher geworden und das an dem Brunnen. Also kann man quasi sagen, die Nachtelfen sind eventuell geordnete Trolle. Nichts anderes. Weiter evaluierte Trolle sind die Nachtelfen, weil sie geordnet wurden oder von Elune hin und her. Deswegen werden auch Nachtelfe zu Irwischen, weil die Irwische sind die Energieblase für Elune. Deswegen dürfen die nicht irgendwo hingehen. Die gehen nicht in die Shadowlands oder. Denn Elune nimmt das für sich. Das ist ihre Energie. Die braucht sie. Und das geht halt nur mit denen, nicht mit den Trollen. Die Trollen gehen in die Schattenlande, beziehungsweise die meisten oder viele gehen dann auch zu Opferungen, Loa oder technisch oder sowas. Und
Das ist etwas, was sehr interessant ist. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen davon aus, immer Elohn ist mächtig schön und die tollste und die steilste und die beste. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in irgendeinem Aspekt Elohn als das Böse impliziert werden könnte in World of Warcraft. Das geht nicht, genau wie das Licht. Klar, wir haben so etwas wie Tyrell oder der Scharlachrote Kreuzzug, wo man mal ein paar böse Lichtanhänger, die halt zu fanatisch sind, hinbekommen kann. Aber wir würden es nicht hinbekommen, Naru im per se als böse darzustellen, das Licht als böse darzustellen. Das Narrativ funktioniert bei Menschen nicht. Das geht nicht. Wir selber wissen, dass die Kirche ziemlich viel Mist am Stecken hat. Aber dennoch ist der Glaube das Gute. Und das ist auch im Spiel so. Man würde es hier nicht hinbekommen, hier, wie World of Warcraft aufgebaut wurde, jetzt das Licht komplett zu verzerren. Dass einzelne Truppen, fanatische, zu krasse gibt, ja. Ansonsten Lehre böse, Licht gut. Das bleibt einfach so. Und deswegen glaube ich auch, dass man Elohn niemals böse bekommen kann. Aber was ist, wenn sie trotzdem jetzt nicht unbedingt böse ist, aber sie braucht ihre Energie? Sie braucht halt einfach ihre Energie. Und wir lassen das, oder die Nachtelfen halt entscheiden, ja, wir lassen das mit uns machen, weil Elohn geben wir gerne unsere Energie. Ich muss jetzt noch was dazwischen schneiden, ich weiß jetzt nicht, wo das hier reingeschnitten kommt, aber durch den Text, den Malfrid geschrieben hat, kam mir noch eine Idee. Und zwar, durchaus möglich, immerhin ist dieser Weltenbaum besonders stark mit Elohn verbunden, weil die Saat aus der Träne von Elohn besteht und zur anderen Hälfte aus den Irrwischen der Nachtelfen, welche ja schon mit Elohn verbunden sind. Bastelt man aus diesem Samen einen Baum, hat man die beste Antenne auf Azeroth für Elohn. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der Punkt. Wir wissen, der smaragdgrüne Traum wurde geordnet. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen, Amantul hat den Baum rausgerissen, der für die Liebe zwischen Eona und Elohn stand. Eona und Elohn waren verliebt ineinander. In welcher Art und Weise jetzt? Mutter, Tochter, Geschwister, Liebespaar, wissen wir nicht. Freundschaft kann alles sein. Aber da war was. Amantul fand das nicht geil. Also, und wir gehen ja öfters davon aus, dass eventuell doch Elohn weggesperrt wurde oder geordnet wurde und jetzt so macht, was sie machen muss oder was auch immer. Was ist, wenn Elohn die ganze Zeit versucht, sich zu befreien? Deswegen konnte sie ja auch nicht mit ihrer Schwester im Ahnenwald, ne? Auch da, denkt dran immer, das ist immer Schwester. Schwester kann eine Schwesternschaft bedeuten, wirkliche Schwester und, ne? So wie wir hier auch sagen, ey Bro, das geht. Aber sie konnte ja nicht mit ihr kommunizieren, sondern nur über Tyrande, weil Tyrande ganz stark mit ihr verbunden ist oder sowas. Also die Nachkrieger-Dingsbums gemacht hat. So, also, der smaragdgrüne Traum ist geordnet. Elohn schafft es, alles so hinzubekommen, ein bisschen zu manipulieren, ein bisschen zu lenken und zu prügeln, dass wir Amidrasil bekommen. Träne von Elohn, ganz viele Nachtelfenseelen drin und diesen machen. Und deswegen ist Tyr auch so komisch drauf, als er sagt, ja, ihr schafft das ja ohne mich, auch mit den Aspektwerten. Weil Elohn jetzt eventuell übertreten kann. Weil Elohn jetzt vielleicht durch Amidrasil, durch Bellameth, weil das eben nicht ein ordnungsgebundenes Ding ist, sondern mit der Macht von ihr selbst gebunden und vielleicht teilweise aus dem Ardenwald, teilweise halt von ihrer Träne, bla bla bla, ist es so stark gebunden in diesem Bereich, dass sie jetzt die Fesseln der Ordnung vielleicht mehr durchbrechen kann. Und vielleicht kriegen wir bald wirklich Elohn zu sehen und kriegen die Wahrheit gegen die Titanen überauf. Vielleicht sind die Titanen wirklich dumm, weil die Titanen, ich habe ja gerade gesagt, Licht und Leben, kann ich mir vorstellen, dass das nicht böse ist. Also Elohn und Licht kann man nicht böse. Die Titanen sind die, wo ich es am sagen würde, es geht noch. Zwar crazy, aber es geht noch. Ich meine, das, was wir die letzten Jahre über die Titanen erfahren haben, das sind die übelsten Kack-Dudes so eigentlich. Die haben nur Scheiße gebaut. Und bloody danke für 26 Monate Stufe 3. Vielen lieben Dank. Die Titanen als böse hinzustellen,
kann ich mir noch vorstellen. Kann ich mir wirklich vorstellen. Also wirklich vorstellen. Und dass am Ende wirklich Iridikon vielleicht gar nicht so Unrecht hat, nur die Art und Weise halt relativ doof ist und er den Illidan macht. Maybe. Maybe ist Iridikon der neue Illidan. Illidan hat Burning Crusade, haben wir auch alle gedacht, der ist komplett broke Schrott, den müssen wir töten. 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre später haben wir herausgefunden, der hat eigentlich genau das Richtige gerade gemacht und wir haben ihn davon abgehalten. Die Titanen, das absolute Böse in World of Warcraft. I love that idea.